So, willkommen zu Back to the Tool X Episode 2, Map 26. Wie ich gesehen habe, die vorletzte Map oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so viele sind es nicht mehr. Und ich werde wieder versuchen, jetzt wieder normal zu spielen. Also, das mit dem BFG war ein kompletter Flop. Irgendwie kommt mir das vor, wie geschieht das. Ja, von daher. So, mal gucken, wie, was dann die Werte 230 geht. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Fahrt? Lol. Ah, okay. Oh Gott. Das sieht aus wie so eine Endmap, also quasi Endgegner. Ah! Oh, das ist nice, das ist geil. Hält euch was auf? Kann ich die Maus benutzen? Nein, kann ich natürlich nicht. Okay, so sieht ihr aber nichts. So sieht es besser aus. So, der Raum, wie sieht genauso aus wie der Raum und der Raum von der Grundbasis her. Das heißt, wahrscheinlich ist das so, dass ich je nachdem, was gerade aktuell anliegt, in einen der Räume teleportiert werde, sodass es dann quasi aussieht wie so seamless Map Changing. Also, dass sich quasi die Map ändert, obwohl ja die Map an sich fest ist. Und das wird einfach damit gemacht, dass man rumteleportiert wird und die Umgebung an sich gleich aussieht, aber sich dann halt bestimmte Teile in der Map natürlich vom aktuellen Standpunkt aus gesehen immer ändern. Sowas ist, also keine Ahnung, ob es jetzt wirklich der Fall ist, weil ich sehe da doch ein paar sehr große Unterschiede mit bei. Aber für sowas wird sowas sehr gerne genutzt. Hatte ich ja schon gezeigt bei die, ich hatte glaube ein Tutorial gemacht, wie man so Räume über Räume darstellen kann mit diesen Treppen, was auch gleich aussieht, obwohl man auf einmal bei einem anderen Teil der Map ist. Genau sowas, nach sowas sieht hier halt auch gerade aus. Lol, das sieht man auf der Map gar nicht. Ist geil. Mann, dich brauche ich. Shit. Ja, das Ding hier visiert er glaube ich nicht. So, halt erstmal hier. So. Ja. Hä? Hallo? Warum visiert er nicht an? Der ist genau vor mir und mein Raketenwerfer visiert nicht an. Was ist da los? Sag mal. Wisst ihr was? Ne? Was ihr könnt, kann ich auch. Jetzt kommt die gar nicht. Ah! Die muss man erst wecken. Okay, die beide sterben gerade. Und die sollten jetzt auch bald sterben. Okay, so weit reicht die BFG dann wohl doch nicht. Aha, jetzt. Nicht durch? Hä?
Alter, was nimmt er? Gehen wir mal doch hier lang. Okay, das soll Säure darstellen, sieht ein bisschen lila aus. Also, ich dachte, das ist sowas wie eine. Ja, weiß nicht was. Ich bin unter Beschuss. Nee, hier gibt's nichts. Achso, geht ja nicht. Scheiß auf die BFG, ich bleib doch wieder bei normalen Waffen. Lohnt sich hier nicht. Ich meine, die Kakodemon gerade am Anfang war ein bisschen nervig, ja, aber. Noch was unerforscht ist, wie komme ich denn da rein? Ach da. Großer Säureteppich. Und hier jetzt? Ah. Hä? Was zur Hölle, soll ich denn jetzt hier tun? Ah! Okay. Ah, schau mal an. Schau mal. Achso, ist hier ein Abkürz? Ja, hier ist ein Abkürz. Ja, super. Was ist denn, Junge? Los mit dir. Ups. Oh. Ah ja. Die Rakete funktioniert ja nicht. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie die Rakete los ist. Normalerweise sollte die, wenn man rechts klickt, Sachen anvisieren. Tut sie aber nicht. Danke dafür. Ah, jetzt macht sie es.
Müssen die wirklich einem direkt vor einem stehen oder was? So, machen wir ja. Wenn es schon mal da rumliegt, kann man es auch nehmen. Ich habe Angst vor gar nichts. Oh, außer natürlich davor, dass das für den Fall, wenn es wieder hochgeht. Hier so. Runter oder sollte ich da lieber nicht runter? Ich versuche mal runter zu gehen. Oh. Ah, seht ihr doch, das ist genau sowas, Teleport. Das heißt also, jetzt bin ich angeblich unten. Ich bin aber nicht unten, weil es gibt kein unten, sondern ich bin bei dem anderen Teil der Map. Was quasi genau dieses unten symbolisieren soll. Uah, nein, 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 nein. Ich hasse Säure. Jetzt schon bin ich wieder bei einem ganz anderen Teil der Map. Also doch genau das, was ich beschrieben hatte. So kann ich hier. Ja, kann ich. Jetzt lang. Hey, war ich doch gerade. Versuch mal. Kann ich doch hier rauf? Ah, ja. Wo bin ich denn schon wieder? Alter. Ich bin Krise. Also die Map ist ja mal total verwirrend. Ich will eigentlich da lang, aber ich komme da nicht lang. Hier war ich noch nicht. Vielleicht ist das so ein Labyrinthen-Puzzle, so ein Teleporter-Puzzle. Ich bin schon wieder hier. War ich hier nicht gerade? Mami, ich bin nach Hause. Ah, schau mal an. Aha. Okay. Verstanden. Danke fürs freundliche Sterben. Da jetzt hin. Das sollte ich da gar nicht hin.
Hey, wie komme ich denn da hin? Hallo? Ah! Okay, kann ich jetzt zwar rauf, aber ich kann ja halt nicht durch. Außer natürlich mit kriechen, aber kriechen ist ja wieder etwas, was man halt... Ja, nicht darf. Gut, ich gehe nochmal nach... Achso, ja genau. Momentchen mal. Ach, hier hinten sind... Ah! Okay, das ist nice. Das Ding aufgegangen und jetzt geht das Ding hier auf und hier komme ich auch dahin rüber und so weiter und so fort und ja, Baum. Teleporter. Okay. Der war für das Lavabecken, da hätte ich also nicht reinfallen sollen. Ja, danke dafür. Dass man mir sowas immer erst sagt, nachdem ich reingefallen bin. Finde ich jetzt gar nicht mal so nett. What the fuck? Das war das LOL. Ich dachte schon, da kommt jetzt irgend so ein Übergegner raus oder so. Habe ich gesprochen? Habe ich. Was war jetzt gespart? Ach, wow. Ne, von dort wollte ich jetzt nicht nochmal von vorne. Ja, gut. Ich dachte, da kommt jetzt nochmal so ein Übergegner oder sowas. Weil es halt so aussah wie so ein Portal zur Hölle, aber das war halt nicht das Portal, wo Gegner durch, sondern wo ich durch und jetzt bin ich durch. Ja. Okay. Interessant, tatsächlich. Nice. Geil. Wow. Na gut, ja, das war's denn mit Back to Saturn. Zwei Maps sind scheinbar noch offen. Wobei die eine Map scheint wohl eine Secret Map zu sein. Kann also sein, dass es nur noch eine einzige Map gibt. Keine Ahnung. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich tatsächlich sogar so machen, dass wir nächstes Mal, also nächste Woche, tatsächlich doch nochmal Back to Saturn X spielen. Die eine Map, die noch offen ist. Kann auch nochmal ganz kurz reingucken. Und müsste jetzt noch eine Map sein? Oder sind es noch zwei Maps? Wir haben jetzt gerade Map 26 gespielt. They are rage. Quatsch, Moment, was war denn hier? Bin ich da falsch? Nein. Das löst Maps. Was wollte ich? So, genau. Wir sind jetzt... Okay, jetzt kommen also doch noch zwei Maps. Map 27 und Map 28. Gut, okay, dann machen wir es doch in der übernächsten Woche. Dann scheint es vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu sein. Wobei das schon nur eine Hauptmap ist. Interessant. Ja, wie gesagt, gucken wir nächstes Mal. Gut, okay. Ja, dann wie gesagt, nächste Woche wieder erstmal Doom Eternal oder Eternal Doom, je nachdem, was man möchte. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob es überhaupt richtig ist mit dem Eternal Doom. Oder Doom Eternal. Ist auch egal. Ja. Und dann morgen dann erstmal wieder mein Test. So schaut's aus. Schau mit vor.